Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und heute soll es um eine Neuauflage, eines neuen Modells gehen von einem Raumschiff, das wir alle kennen. Und worum es dabei geht, das zeige ich euch jetzt. Ja, richtig. Es geht um den 2021 erschienenen Antok Merix X-Wing aus dem Hause Hasbro. Dieser X-Wing, der kommt ja eigentlich aus dem Film Rogue One, und jemand, der diesen Kanal kennt, der weiß, dass ich eigentlich nur Sammlerstücke aus der Originaltrilogie sammle, beziehungsweise aus der Serie The Mandalorian. Da fragt man sich natürlich, ja, warum jetzt ein X-Wing aus dem Film Rogue One? Ganz einfach, der kostet jetzt nur noch 70 Euro. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und habe dann mir diesen einen gekauft. Hat natürlich viele Sammler verärgert. Aus dem einfachen Grunde, weil angeboten wurde er, als er rausgekommen ist, für ungefähr 170 Euro. Das heißt also, hier sehen wir schon, innerhalb von 1,5 Jahren hat das gute Gerät um fast 100 Euro verloren. Und zu diesem Zeitpunkt bekommt man ihn auch immer noch für ungefähr 70 Euro. Warum habe ich nun behauptet, dass dieses Gerät die Neuauflage der Neuauflage der Neuauflage der Neuauflage ist? Nun, ganz einfach. Die Gussform wurde zum ersten Mal 2011 in dem Playset Death Star Trench Run benutzt. Danach wurde sie 2013 einfach nur als X-Wing in der The Vintage Collection rausgegeben. Danach 2019 auch nochmal in der Vintage Collection, diesmal aber als Luke Skywalkers X-Wing. Und jetzt 2021 als Antok Merix X-Wing aus dem Film Rogue One. Also man sieht, diese Gussform hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. So, wir wollen uns das Ganze angucken. Ich werde euch natürlich erstmal ganz kurz die Box vorstellen. Danach werden wir zum Unboxing kommen. Da will ich noch ein bisschen was zu erzählen. Und danach, nachdem ich den X-Wing aufgebaut habe, werden wir noch mal ein paar Detailbilder zu sehen bekommen. Okay, lasst uns starten. Und da ist sie schon, die Box. Eigentlich möchte ich sie gar nicht großartig vorstellen. Man sieht schon, Vorder-, Rückseite, beides fast gleich, bis auf ein paar Logos, die hier unterschiedlich sind. Auf den Seiten, sehen wir hier so ein paar Vorschläge bzw. so ein paar Funktionen von diesem Raumschiff, respektive von diesem X-Wing. Hier auch nochmal, also kann sich das Cockpit öffnen. Naja, gut, hätte ich auch erwartet. Und von daher, so viel ist auf dieser Box nicht los. Was eine Unart mittlerweile finde, ist dieses eingedruckte Symbol hier. Weist darauf hin, dass hier in diesem Pack noch eine Figur drin ist, nämlich der Antok Merix. Das ist ja auch der Namensgeber dieses X-Wings. Und ich hätte es natürlich schöner gefunden, gerade für uns Verpacktsammlern, dass man da einen Aufkleber gehabt hätte, den man dann abmachen kann. Aber okay, sei es drum, nun ist es eingedruckt. Dementsprechend lässt sich das hier auch nicht abziehen. Gut, ich messe mal kurz die Box aus, für alle die, die die Box als solches ausstellen wollen. Die Box hat die Dimensionen von 45,5 Zentimetern in der Breite, von 35,5 Zentimetern in der Höhe und in der Tiefe 9,5. Das wären die ungefähren Maße der Box. Gut, wollen wir einmal zum Unboxing kommen. Dazu habe ich natürlich wieder einen Cutter vorbereitet. Ihr kennt das schon, ich mache die Box nur auf einer Seite auf. Ich suche mir hier diese Seite aus und werde dann hier einmal den Aufkleber abschneiden.
Oh, den kriege ich. Hätte ich auch fast so runterbekommen. Ja. Also sprich, dieser Klebestreifen. Oh, wenn man das langsam macht, dann auch fast ohne Rückstände. Wichtig ist natürlich immer, dass hier die Box keinen Schaden nimmt. So, das können wir mal wegschmeißen. Gut, dann werden wir sie mal von der Seite aufmachen. Ja, wie üblich liegt das auf der falschen Seite. Ich mache das Ding immer irgendwie so auf, dass das Ding auf der falschen Seite liegt. Mal gucken, ob wir schütteln können. Können wir. Aha. Und hier kommt schon die Figur raus. Man ahnt es nicht. Sogar fast nicht verbogen. Zeige ich euch nachher auch noch. So, du kommst erstmal hier hin, damit da nichts passiert. Ja, die berühmten Beipackzettel. So, die stellen wir mal hier hin. Und dann werden wir gleich mal zum Aufbau kommen. Dann müssen wir jetzt nur noch den X-Wing aus seiner Verpackung befreien. Gut, machen wir das einfach mal. Schauen wir mal, ob wir in irgendeiner Form das so einfach herausbekommen. Sieht erstmal ganz gut aus, würde ich erstmal so behaupten. Ja, geht aber nicht ganz ohne, dass wir hier auch noch Klebestreifen entfernen. Schade an sich, ne? Ja, geht aber nicht anders. Müssen wir den Klebestreifen einmal hier aufmachen. Dahin packen und kriegen wir dich raus. Nicht ohne das Hauptteil herauszunehmen. So, die Frage, die gestellt ist, geht der komplett raus. Ja, den können wir also schon mal dahin stellen. Dann bekommen wir diese Tüte raus. Ich würde mal schwer vermuten, dass da die Kanonen drin sitzen. Von der Länge passt es zumindest. So, dann kommt dieser Klebestreifen auch noch weg. Brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir noch diverse Tüten, wo ich nicht im Moment weiß, was drin liegt. Das macht aber nichts. So, das kann dahin. Und dann kommt der Kandidat hier auch nochmal mit raus. Ah, jetzt weiß ich auch, was in den Tüten drin ist. Höchstwahrscheinlich die Flügel. So, ist hier noch mehr drin? Die Antwort lautet ja, es ist noch mehr drin. Die Schnauze. So, das ist ja sehr schön. Kann alles wieder zurück. Legen wir mal weit weg. So, und was haben wir hier? Haben wir erstmal viele Schnipse. Nein, wir haben hier natürlich den Korpus. Und ja, wie bei den anderen Modellen auch. Bemalung ist okay. Wir haben hier so ein paar Weathering-Effekte drauf. Wir haben die Möglichkeit natürlich, wie uns die Boxer schon erzählt hat, können wir das Cockpit aufmachen. Ja, ist auch schön fest. Haben hier natürlich einen Slot für unseren R2 und wir haben hier unten nochmal ein Fach. Das können wir auch aufmachen. Zeige ich nachher nochmal im Detail. Das heißt, wir haben hier so ein Compartment-Fach. Wahrscheinlich könnte da eine Leiter rein. Ich weiß gar nicht, ob eine Leiter hierbei ist. Dann werden wir aber gleich feststellen.
So, so sieht ein X-Wing natürlich noch nicht nach X-Wing aus. Was fehlt? Klar, ist erstmal die Schnauze. Die Schnauze ist dahingehend gebaut worden, dass man hier noch so ein Fach hat, was man eindrehen kann. Und wenn man das eingedreht hat, dann kommt da so etwas raus wie ein Raketenwerfer. Werde ich nachher auch nochmal vorstellen. Genauso wie hier vorne das Fahrwerk. Na, komm raus. Ja, okay. Fahrwerk hätten wir hier auch nochmal zur Verfügung. Das heißt also, das sind die Special Features von der Schnauze. Aber das macht natürlich alles erst dann richtig Laune, wenn wir das Ganze zusammengebaut haben. So, das drehen wir wieder ein. Das machen wir wieder zu. So, diese Schnauze, die lässt sich hier einstecken. Natürlich nicht falsch rum, wenn es geht. Die lässt sich hier einstecken. Und ich würde mal schwer vermuten, wenn sie einmal eingesteckt ist, naja, könnte sein, dass man sie wieder abbekommt. Ich wäre mir da aber nicht so ganz sicher. Also, Schnauze nehmen und einstecken. So, Test. Doch, würde man wieder abkriegen. Sehr schön. Kann man das Ganze nämlich im Zweifelsfall auch wieder in die Box zurückpacken. So, es ist immer noch kein X-Wing. Wir brauchen Flügel. Einmal Flügel. Ja. Ihr dürft da gerne raus. Ja, kommt zur Arbeit. Das legen wir mal hier hin. So, dann jetzt nur noch die Frage, wie rum das Ganze. Na, wir haben ja hier Flügel. So, wenn ich das Ganze richtig sehe. Gibt es einen Hinweis? Ja, Hinweis. Der erste Hinweis. Die Striche gehören nach hinten. Das macht Sinn. Dann würde nämlich auch die Schräge nach hinten sein. So, und das Ganze muss jetzt hier einmal hineingesteckt werden. Okay. Das will schon mal nicht. Habe ich gerade gesagt, dass die Striche nach hinten kommen? Ja. Habe ich das auch hinbekommen? Nein. Nochmal raus das Ganze. Striche nach hinten. Wenn man das schon erzählt, darf man das ja auch gerne machen. So, das sieht schon mal besser aus. Und dann brauchen wir noch den. So. Fliegen könnt ihr schon mal. Was fehlt? Die Bewaffnung. Heißt ja Star Wars und nicht Starflight. So, hier aus diesem Paket kommt noch so eine Torpedo raus. Der Torpedo wird nachher unten hereingesetzt. Wir schauen einfach mal, ob wir hier, ja, die schauen mir alle relativ gleich aus. Dementsprechend dürfte das wahrscheinlich egal sein, wie rum sie eingesetzt werden. Das Einzige, klar, sollten nach vorne gucken.
ich habe schon mal eins aufgebaut gesehen, wo die Sachen nach hinten gezeigt haben. Fand ich sehr interessant. Aber wir wissen natürlich, das Ganze gehört nach vorne. So, das ist so zu sehen. Das ist das. Ja, dann einmal gedreht. Okay, ja, wie gesagt, der Torpedo, der soll nachher hier drin stecken. Torpedo geladen. Und dann haben wir hier hinten einen kleinen Taster. Und ich würde mal vermuten, wenn ich den jetzt drücke, fliegt der raus. Irgendwohin, wo ich ihn gleich nicht wiederfinde. Deswegen lasse ich das einfach mal und drehe dieses ganze System wieder ein. Lasse den Torpedo da drin. Dafür kann ich aber jetzt mal das Fahrwerk ausklappen. Habe ich gerade gesagt, ich kann das mal machen. Habe ich eigentlich auch vor. Aber mit ein bisschen Geduld geht alles. Habe ich hier einmal das Fahrwerk ausgeklappt. Das heißt, hier habe ich das Fahrwerk. Dann habe ich natürlich noch das hintere Fahrwerk, nicht zu vergessen. Hier einmal raus und komm her. Hier auch einmal raus. Gut, und dann können wir das Gerät hinstellen. Da haben wir unseren Anton, oder Anton, habe ich immer Anton gesagt? Heißt natürlich Antok Merix. X-Wing. Anton. Anton kenne ich auch. In diesem Fall aber nicht ganz richtig. Okay. Antok Merix X-Wing. Da ist er. Für 70 Euro finde ich das okay. Für 170 Euro hätte ich mir wahrscheinlich auch gekauft, wenn das eine Original-Trilogie X-Wing ist. Aber ich kann die Verärgerung schon verstehen, dass der von 170 auf 70 Euro gefallen ist. Okay, ich zeige euch gleich mal ein paar Detailbilder, unter anderem dann auch von dem Antok Merix. Ich werde sie natürlich nicht auspacken, ihr kennt mich, ich bin Verpacktsammler und dementsprechend gibt es da dann nur mit der eingepackten Figur Detailbilder.
Ich hoffe, euch hat das Unboxing-Video von dem Untalk Merix X-Wing gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch bzw. auch über ein Abonnement freuen. Könnt mir auch gerne was in die Kommentare reinschreiben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis dann und tschüss. Die Sendung ist vorbei. Wollt ihr mir wirklich beim Abstauben zugucken? Ich glaube, da gibt es Schöneres. Guckt euch doch hier noch ein Video an oder da noch ein Video an. Oder ihr abonniert gleich den ganzen Kanal. Na, was Spannenderes passiert jetzt nicht mehr.